Hallo miteinander. Heute geht es um Schirm. Nicht um Regenschirm, nicht um Sonnenschirm, sondern um Schirm fürs Blitzen. Und zwar werden wir immer wieder so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Schirmen, die Fiberglasstreben haben, und die, die Metallstreben haben. Und dann haben wir gefunden, okay, wir machen ein kurzes Video und zeigen euch das. Also, da haben wir so den Klassiker. Der hat die Schirmstreben da. Die sind aus Alu gefertigt. Auch die Streben, die vorher gehen, sind aus Alu gefertigt. Sprich, es ist etwas, das reflektiert. Kann zum Teil als unschön wahrgenommen werden. Ist eigentlich so der Klassiker. Wir sehen es jetzt, dass immer mehr Hersteller mit Schirmen kommen, die, das ist so ein Transportschutz da, nehme ich schnell weg, wo mit Fiberglasstreben arbeiten. Sprich, sind sehr flexibel auch, und sie sind natürlich, wenn ihr sie jetzt anschaut, da zwischendrin haben wir Fiberglas, da haben wir gleich noch in Metall, und auch die Streben, die vorher gehen, sind aus Fiberglas. Es ist einfach weniger reflektierend. Er ist auch etwas leichter, das ist aber marginal. Und ja, ob er jetzt ein bisschen steifer ist, keine Ahnung. Also, es ist halt, ich find, er gibt vielleicht auch mal ein bisschen mehr nach, wie gegenüber einem Aluschirm. Zu fest sollte man das auch nicht machen, weil sonst irgendwann bricht das Fiberglas. Aber man hat nicht so eine grosse reflektierende Fläche oder Menge Stäbli wie bei den Alustäbli. In dem Sinn, das ist eigentlich so der Hauptunterschied bei diesen Fiberglas-Stäben. Bei den grösseren Schirmen gibt es eh nur Fiberglas. Also bei den kleineren wird es weiter noch so Metall geben oder Alu. Und da gibt es aber jetzt halt wirklich die Fiberglas. In dem Sinn, schönen Tag, danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen.